Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Zur dritten und vorerst letzten Aufnahme für heute. Wenn ich es nämlich jetzt wieder nicht schaffe, irgendwie noch irgendwas zu erreichen. Keine Ahnung. Okay, ich bin weg. Ja gut, ich kann eh nichts viel machen. Außer halt hoffen, dass ich irgendwie weitere Gegner beseitige. Oder etwaige Gegner. Okay, das hat keinen Zweck. Die sind zu OP für mich noch. Aber viel zu hoch. Vor allem nehme ich auch viel zu schnell viel zu viel Schaden. Und kann nichts dagegen erwidern. Eigentlich müsste ich jetzt, für mich, das ist so, euch so ins Gesicht schlage, diese Aussage, aber eigentlich müsste ich hier drauf mal verdammt nochmal aufhören zu kämpfen und ja, eigentlich den wahren Kammerjäger-Modus nochmal komplett tieren, was die Nebenmission und alles anbetrifft. Und dann hier im ultimativen Kammerjäger-Modus noch mal ein bisschen was zu vollenden. Ich weiß, das hört ihr wahrscheinlich gar nicht gerne, diese Aussage. Aber leider Gottes ist das so. Ja, aber keine Ahnung. Also, ja, momentan habe ich wirklich das Problem, ich schaffe die Gegner nicht. Ne? Also, in Anführungszeichen, ne? Ich schaffe sie zwar, aber auch erst nach dem zweiten, dritten Mal liegen und dann halt auch nur kurz auf knapp, ne? Und das ist ja dann nicht wirklich feierlich. So. Wie dem auch sei, aufgeben ist keine Option. Zumindest keine gute. Das hält mich auf! Yes!
aufstehen! Ich hab dich erledigt! Hey, und da ist das eine Iridium, was ich letztens liegen ließ. Ich sag ja, ich krieg's immer wieder rein, was ich vergesse einzusammeln. So. Ich kann auch dahinter liegen und die Raketen reinballern. Das ist denen so wurscht. Also weiter als die Hälfte kriege ich ihn mit dem Raketenwerfer nicht. Das ist bitter. Sprich, wir haben 6 Minuten etwas gerade mal verbraucht. Hyperion sagt, hopp auf die Beine und auf in den Kampf. Sprich, ich muss taktisch herangehen. So. Was machen die denn auch jedes Mal da drüben? Fliegen irgendwie unnötigerweise in diese Garnloder-Bereich da hinten. Aber hier vorne ist schon wieder der hier. Spring ich mal eben rüber. Also, und jetzt schießt mich das da hinten an. Ey, ganz ehrlich. Ja. Ich bin ein Vollpfosten. Ganz ehrlich. Keine Lust mehr drauf. Ich muss auch mal so ehrlich sein. Ich habe einfach keine Laune mehr. Ich kämpfe mich jetzt hier schon die letzten 3-4 Tage, also in Parts gesehen, herum, um hier durchzukommen. Verliere mehr an Ingame-Währung, als dass ich gewinne. Und ja. Ich habe keine Laune mehr, also es macht keinen Spaß mehr. So richtig scheiße ist das einfach nur noch. Tut mir leid. Grandios, also das Spiel hat es wieder mal geschafft, mich schlauer zu machen. Aber hey, ich kann noch anderes machen. Nämlich kann ich noch ein letztes Mal was versuchen. Wenn das Spiel natürlich sich nicht weghängt. Toll. Warum hängt es sich denn jetzt wieder weg? Entschuldigung, Spiel. Fühlst du dich jetzt beleidigt, weil ich was gesagt habe? Oh je, Mini. Jetzt fange ich schon an, mit dem Spiel zu reden. Die Quarantäne tut nicht gut. Ach ja, Quarantäne ist ja auch noch. Ah, toll. Kann ja gar nichts anderes machen, außer zu Hause sitzen. Toll. Ganz ehrlich, ich würde tatsächlich gerne mal wieder vor die Tür gehen. Mal abgesehen davon. Einfach mal was anderes machen, außer hier ganz halt. Ja, ganz stumpfsinnig im Kreis zu rennen. So, nächster Checkpoint wurde noch aktiviert. Tut mir leid, das ist jetzt gerade der schnellste Weg, den ich jetzt kenne. Ne? Ah, ich sehe auch schon, die Grafik hat wieder nicht geladen, warum auch immer. Das ist gerade weniger schön. Aber nicht so wichtig. Ach komm, wisst ihr was? Es dauert ja sowieso schon wieder ewig und 3 Tage, bis irgendwas passiert. Da kann ich auch genauso gut in die Grafikeinstellungen irgendwas herumstellen. Machen wir mal Laubdistanz weit und dann wieder nah, damit das irgendwie gerade irgendwas gespeichert wird. So. Gottes Willen, könntest du bitte dich beeilen, PC? Schön wär's, wenn's tät ist. Ganz kurze Info, ich nehme das hier gerade einen Samstagabend auf. Werde am Sonntagmittag voraussichtlich mit den Schneiden und Rendern dieser Part fertig sein. Denke ich mir mal. Also ich werde Sonntag auch nochmal aufnehmen. Wann, weiß ich noch nicht. Aber relativ früh. Oh, und dann so mit der Mittagszeit mit diesen Parts gerade fertig gerendert sein. Und dann die 3 Parts, die ich also am Sonntag aufnehme, auch nochmal
also ja, am Rendern sein. Und dann so gegen Abend wahrscheinlich schon die ersten Parts wieder hochladen. Aber ihr merkt, immer wenn ich irgendwas mache, habe ich da ziemlich viel Zeitaufwand drin. Grandios. Und hier sagt sich mein PC gerade wieder schön, nö. Du hast jetzt auf weit gestellt, jetzt wartest du erstmal bitte ab. Ach ja. So. So. Moment, jetzt muss ich rechnen. Zwei von den Schuss sind 300. Ach nee, okay, das ist schlechter als meiner. Aber immerhin Munition. Nichts, nichts. Auch nur Geld. Weil jetzt im Zusammenhang damit, da ich schon wieder ein bisschen was verloren habe, gut gebrauchen kann. Aber leider nicht mehr. Grandios. So. Komm, ich reise mal nach Sanctuary, ich habe noch eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Grandioserweise. So. Und zwar das, was ich eigentlich nicht machen wollte, noch einen Schlüssel hingeben. Wobei, nee. Wisst ihr was? Vergesst es. Ich gebe keinen Schlüssel mehr aus. Warum sollte ich jetzt noch Schlüssel ausgeben gerade? Ich lieber an Markus Automaten hier, wenn das sich überhaupt lohnt. So. Nö. Kirsche, Kirsche. Okay. Ach komm, hätte da nicht mal 3 dran stehen können. Ja, und die ist auch nicht wirklich. Gut. Kirsche auf den Kuchen kriegt man ja nicht immer. Also halb so schlimm. Ein allerletztes Mal. Lance wäre schlimm gewesen. Doch wieder. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, Gottes Willen. Grandios. Jetzt bin ich schon bei 500.000. Ein letztes Mal. Na, ja, und so blöd war es eventuell gar nicht. Nein, Schrotzke. Echt jetzt? Was sind das denn für Waffen? Ich einen neuen Kammerjäger gesehen habe. Ich gut oder bin ich gut? Willst du uns von Jack retten? Okay. So viel zum letzten Mal, ne? Okay, das kann ich natürlich nicht liegen lassen. Das ist...
Okay. Es hat ja eh keinen Zweck. Ich habe den Part sowieso schon jetzt den Untergang erklärt. Da kann ich genauso gut hier einfach mein Geld verprassen. Also über 2 Nieten. Und mein Restgeld ist auch gleich leer. Na super. So. Was habe ich an dem Video? 62. So, jetzt bin ich schon wieder bei 400 Schießmethode. Also die Waffen hier in dem Modus bringen echt am meisten. Das muss man ja mal trotzdem festhalten. Davon kann man wohl Leute erzählen. Sein Monster, sein Beute, nicht klar. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. Ach Quatsch, ich wollte hier rein. Hier sind noch 2 Z-Automaten. Dr. Z, tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Gib mir ein nützliches Schild. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Wenn du das nächste Mal am Verbluten bist, denk einfach Dr. Z. Ja, super für dich. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Leb wohl, mein Freund. Granaten habe ich auch nichts Neues. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen herumrennen. Ihr könnt da gerne zuschauen. Wenn nicht, dann freut euch auf die nächsten Folgen, bitte. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Weil ich kann jetzt so nicht weitermachen. Das ist einfach... Es macht keinen Sinn. Ich brauche was, was richtig Wumms hat, damit ich die Gegner loswerde schnell, ne? Oder ich muss gucken, dass ich mich neu skille. Das könnte es auch sein. Sowas von nervig. So. Das hier gibt's Medikits. Ja, doch, habe ich durchgeschaut. Kurz noch da unten zum Automaten. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Hier, zum Beispiel das hier. Wenn das jetzt mal 3 wäre, dann könnte ich die direkt nehmen. Ich habe immer das ist doch. Ich will nicht sagen, dass es unfair ist, aber es ist unfair. So. Wir sind im Arsch. Ja, hast richtig erkannt. Vor allem grandioserweise, so kann ich ja noch nicht mal gegen den Krieger antreten. Der wird mich doch auch platt machen, wie sonst was. Gut, den letzten habe ich mit einem Trick besiegt, aber... Das kann ich nicht auf Dauer abziehen, diesen Trick. Irgendwo ist das auch ziemlich blöd. Sich hinter einer Steinsäule zu verstecken, die die Entwickler nicht einbedacht haben. Oder vielleicht haben sie es einbedacht, man weiß es ja nicht. Ne? Was ich auf jeden Fall weiß, dass ich gleich den Part wieder mal ein Ende schneidern darf. Bis jetzt wie... Ja, zum Ende kommen darf. Denn viel Zeit ist nicht mehr. Was mache ich denn am besten noch? Was würde noch Sinn machen gerade? Ich weiß nicht, Claptrap ist ja nicht hier, der ist ja in... Moment, ich muss sowieso noch durch tausende Sachen durch, ne? Ich hab nichts! Hast du dir verdient? So gefällt mir das! Hast du dir verdient?
23.000 mache ich zum Beispiel mit Nahkampf. Eine neue Ausgabe von yes. Was soll ich sagen? Ja, vielleicht mache ich dann im nächsten Part mit dem Warenkammerjäger-Modus dann doch weiter. Wie gesagt, werde einiges auch im Offmann, heißt, ich werde auch nicht komplett die Story mitnehmen. Ich werde zwischendurch immer mal Aufnahmen beenden, auch einfach mittendrin. Also nicht wundern, wenn dann, keine Ahnung, 1, 2, vielleicht 3% des DLCs dann fehlen. Rein visuell wie auch vom Spielgeschehen her. Dann kann es nämlich gut und gerne sein, dass ich das einfach mal außen vor gelassen habe. BZW halt im Hintergrund gemacht habe und nicht in der Aufnahme. Gut, wie dem auch sei. Ja. Dann würde ich sagen, speichern und beende ich einfach jetzt mal, dass ihr das auch mal seht, dass das auch hier wieder gerade hängt. Okay, keine Ahnung. Ich würde dann sagen einfach, ja, geht's dann doch noch. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ja, der Part ist etwas kürzer als die anderen beiden. Ja, allgemein sind die Parts im Moment relativ kurz. Wird sich aber wieder ändern. Keine Sorge. Ja, muss mal gucken. Also vielleicht, wenn ich dann... Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht. Also ich werde es irgendwie wieder länger machen, aber ich weiß noch nicht, in welchen Schlammern. Vielleicht, wenn ich den Warenkammerjäger-Modus noch mal ein bisschen die Story mache, die Nebenmission und so ein Kram. Keine Ahnung. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, gar keinen Sinn, wie auch immer Sinn. Wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.